Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video die Continue- und Break-Anweisungen für Schleifen angeschaut. Und in diesem Video schauen wir uns jetzt nochmal genauer die Operatoren von C-Sharp an, die wir nutzen können. Und ich nehme dazu den kompletten Code, den wir in den letzten Videos verwendet haben, erstmal weg. Und wir machen jetzt hauptsächlich auch erstmal ein Blick in das Skript, was ich Ihnen auch mit ausliefere, weil es gibt sehr viele Operatoren und diese jetzt einzeln alle im Code zu besprechen, würde, glaube ich, das Video unnötig in die Länge ziehen, vor allen Dingen, weil sich sehr viele Operatoren aus ihren entsprechenden Gruppen immer eigentlich jeweils gleich verhalten. Ja, wir werden uns erstmal die arithmetischen Operatoren für numerische Ausdrücke anschauen. Die Operatoren, die Sie schon aus C kennen, die können Sie eigentlich nahezu 1 zu 1 wiederverwenden. Also mir wäre jetzt, bis auf einige Sachen, die mit Objektorientierung zu tun haben, wie bei Casts, nichts Außergewöhnliches aufgefallen, was eben unterschiedlich zur Funktionsweise der Operatoren in C wäre. Aber wir gehen einfach mal die Liste oder die Gruppen der verschiedenen Operatoren miteinander durch. Wir fangen mal mit den arithmetischen Operatoren an. Das heißt, wir haben Ganzzahl- oder Gleitkomma-Werte als Operanden für diese Operatoren. Und der Plus-Operator und der Minus-Operator und der Multiplikationsoperator und der Divisionsoperator und den Modulo-Operator haben wir auch schon in den Videos gesehen, genauso wie der Inkrement-Operator oder der Dekrement-Operator. Sie funktionieren letztendlich genauso wie in C. Wir können uns ja nochmal ein Beispiel anschauen, damit wir uns das verdeutlichen. Ich möchte mir beispielsweise einen Integer a berechnen und den mache ich eben aus 42 plus 7. Hier haben wir den Plus-Operator angewendet. Vielleicht nochmal ganz allgemein zu Operatoren. Wie sehen die aus? Die meisten Operatoren benutzen eben zwei Operanden. Dabei steht meistens einer links und einer rechts des Operators. Und diese beiden Operanden werden über den Operator verknüpft. Das heißt, was machen wir hier? Wir nehmen die 42 als Wert. Wir nehmen die 7 als Wert, wir addieren beides und geben das, was aus diesem Ausdruck rauskommt, als diese Summe zurück. Und dann kommt eben hier der Ist-Gleich-Operator, den schauen wir uns auch nachher nochmal genau an. Und diese 47 wird dann der Variable a als Wert zugewiesen. Also es ist vollkommen egal, ob Sie hier Plus, Minus, geteilt, mal oder Modulo nehmen. Wie Sie sehen, das kann man hier alles berechnen. Im Unterschied dazu sind natürlich die Inkrement- und Dekrement-Operatoren. Das heißt, wir haben hier den Plus-Plus-Operator. Damit kann man eben eine Variable um genau 1 erhöhen. Oder man kann sie eben um 1 erniedrigen. Und dann gibt es natürlich auch noch, genauso wie in C, die Unterscheidung. Wenn wir a++ haben, dann würde jetzt hier eben die 50 in der B landen. Entschuldigung, die 49 in B landen. Und a würde selber auf 50 erhöht. Wir können das am besten nochmal durchdebuggen, dann sehen wir es genau. Also jetzt haben wir in A 49 drin stehen, wir erhöhen auf 50, wir verniedrigen auf 49. Und wenn wir den Plus-Plus-Operator nach der Variable schreiben, dann gibt dieser Operator eben 49 zurück, erhöht danach aber den Wert auf 50. Also wir haben hier dann in B 49 drin stehen und A ist nach dieser Anweisung 50. Wie wir sehen, hier unten, a ist 50, b 49, und
Genau das würde eben nicht passieren, wenn wir das plus plus davor schreiben. Und wir gehen bis zu dieser Zeile. Dann würde erst a erhöht werden und diese 50 würde dann b zugewiesen werden. Wie wir jetzt hier unten sehen. A und b sind jeweils 50. Und genau das gleiche gilt eben analog für den Minus-Minus-Operator. Also genauso können wir hier Minus-Minus schreiben oder eben, wie oben schon zu sehen, danach. Das ist eine etwas kürzere Schreibweise letztendlich als wenn wir a ist gleich a minus 1 schreiben würden. Okay, damit haben wir die arithmetischen Operatoren auch schon durch. Dann kommen wir zu den Vergleichsoperatoren. Diese Vergleichsoperatoren geben immer einen booleschen Wert zurück und sind auch genauso wie in C gehandhabt. Das heißt, wenn wir auf Gleichheit überprüfen wollen, benutzen wir 2 ist gleich. Das, wenn wir ein ist gleich verwenden, haben wir eine Zuweisung. Bei 2 ist gleich erfolgt eben der Vergleich der beiden Werte auf der linken und rechten Seite. Wenn wir ein Ausrufezeichen ist gleich verwenden, ist es eben ungleich. Das heißt, dieser Ausdruck gibt true zurück, wenn a ungleich b ist. Dann haben wir a ist größer als b. Dann haben wir a kleiner als b. Wir haben a ist kleiner gleich und a ist größer gleich als der jeweilige andere Wert. Ja, wo nutzt man das am häufigsten? Eben bei if-Abfragen, bei While-Schleifen, beispielsweise eben da, wo häufig ein booleischer Wert als Ausdruck erwartet wird. Ich habe jetzt hier natürlich b weggenommen. Int b ist gleich plus plus a. Und hier können wir dann eben gucken, ob b gleich a ist. Und wenn das der Fall ist, dann würde eben dieser Schleifenblock ausgeführt werden. Das machen wir hier mit dieser Überprüfung. Wir könnten dann auch überprüfen, natürlich ist a, kleiner gleich oder größer gleich oder eben ungleich. Ja, recht viel mehr gibt es zu diesen Operatoren auch nicht zu sagen. Überall, wo ein booleischer Ausdruck erwartet wird, kann man diese Operatoren nutzen. Okay, dann kommen wir zu sogenannten Verkettungen für boolesche Ausdrücke oder logische Operatoren, besser gesagt. Wir können jetzt boolesche Ausdrücke umdrehen, indem wir vor solche Ausdrücke, die ich dann allerdings kapseln muss, zum Beispiel ein Nicht schreibe, würde sich dieser boolesche Ausdruck umdrehen. Das heißt, wenn innerhalb dieser Klammern hier true zurückkäme, wäre der Ausdruck danach false nach Anwendung dieses Ausrufezeichen-Operators. Wenn hier eben false zurückkommen würde, würde der Ausrufezeichen-Operator den Wert auf true umändern. Das gleiche kann man übrigens nutzen, indem man ist gleich false dahinter schreibt. Das ist genau identisch mit dem Ausrufezeichen-Operator. Meine persönliche Vorliebe ist es, ist gleich false zu schreiben, bloß wegen der Lesbarkeit, weil man eben ein einzelnes Ausrufezeichen auch mal gerne überliest und dann guckt man nur auf diesen inneren Ausdruck, der nach dem Ausrufezeichen kommt. Aber wie Sie das letztendlich machen, ist letztendlich Ihrer Vorliebe geschuldet. Ja, mit dem und-Operator können wir mehrere boolesche Ausdrücke eben logisch und verknüpfen. Wie machen wir das? Wir könnten hier jetzt eben und schreiben. Und hier schreiben wir eben einen anderen Ausdruck noch dahinter, beispielsweise a und b.
Ja. Letztendlich sind ja beide Ausdrücke gleich. Sie geben mir den gleichen Wert zurück. Man könnte sich jetzt aber hier vorstellen, dass eben hier hinten noch etwas anderes überprüft wird. Und um dann den Gesamtausdruck wahr werden zu lassen, müssen eben beide Teilausdrücke für den Und-Und-Operator wahr sein. Das heißt, wir könnten auch noch mehr Und-Und-Überprüfungen machen. Also hier noch einen anderen Ausdruck. Das weiß ich, a minus a muss vielleicht 0 sein. Das hier in Klammern noch. So. Und mit diesen Und-Unds, mit diesen kaufmännischen Und in zweifacher Ausführung, überprüft man eben, ob diese Ausdrücke hier innerhalb der Operatoren oder als Operanden der Operatoren eben jeweils true sind. Erst dann können wir in diesen if-Block rein. Das Gegenteil dazu macht der Oder-Oder-Operator. Ich nehme das mal hier hinten wieder weg letztendlich. Also es gilt genauso für alle anderen Operatoren. Wir können hier eben sagen, dass zumindest einer dieser beiden Operanden true zurückgeben muss, damit wir diesen if-Block ausführen. Okay. Es gibt noch den XOR-Operator. Was macht der? Den kann man auch mal anwenden. Der sieht so aus. Das heißt, wir würden nur in diesen Block reingehen, wenn dieser Ausdruck wahr und dieser Ausdruck falsch ist, oder umgekehrt, dass eben dieser Ausdruck falsch ist und dieser Ausdruck wahr. Genau dann würden wir eben mit diesem XOR-Operator in diesen Schleifenblock eintreten. Dann gibt es noch eine wichtige Unterscheidung zwischen dem doppelten kaufmännischen und den den Doppelpipe-Operator für das Oder. Und ich nehme jetzt diesen Code mal weg und schreibe zwei Funktionen. Gib wahr zurück. Und ich mache jeweils einen Aufruf auf die Konsole. Wahr zurückgegeben. Return true. Und wir machen eine zweite Funktion, die heißt eben gib falsch zurück. Und wir returnen hier natürlich false. So. Und jetzt machen wir mal eine if-Abfrage. Wir geben hier eben erstmal wahr zurück und machen dann oder, gib falsch zurück. Wird man sich natürlich fragen, was wird denn hier jetzt alles aufgerufen, wenn wir diese if-Abfrage durchführen und dann letztendlich diesen Doppelpipe-Operator. Hier wird einmal wahr aufgerufen, dieser Ausdruck gibt sofort true zurück. Und rein der Logik, sobald beim logischen Oder eben einer der Ausdrücke true ist, ist der komplette Ausdruck true. Das heißt, wir könnten uns eigentlich sparen, diese Funktion hier noch aufzurufen. Und dann gucken wir mal, was genau gemacht wird, indem wir hier durch den Code debuggen. Offensichtlich werden wir ja in diesen if-Block eintreten. Und dann gucken wir jetzt mal auf die Konsole, was denn hier passiert ist. Und wir sehen, wir haben hier bloß als Ausgabe wahr zurückgegeben. Und das ist eben der Hinweis dafür, dass diese gib falsch zurück, dieser zweite Operand des Oder-Oder-Operators gar nicht
ausgeführt wurde. Und jetzt sage ich Ihnen, Sie können nicht nur mit zwei Pipe-Operatoren diese Aussagen verknüpfen, sondern es gibt diese Oder-Verknüpfung auch mit dem einfachen Pipe-Operator. Und der Unterschied ist hier jetzt eben, es wird nicht nur ein Ausdruck ausgewertet und dann überprüft, ist dieser schon wahr? Und wenn ja, mein Gott, dann kann ich die komplette Überprüfung abbrechen und gehe stattdessen hier unten rein. Sondern hier wird ebenfalls auch noch gibt falsch zurück aufgerufen und erst aus allen Ergebnissen dann dieser Wahrheitsausdruck gebildet. Das heißt, wenn wir hier jetzt durchlaufen, sehen wir, dass bei der Überprüfung tatsächlich beide Funktionen ausgegeben wurden. Analog gilt es natürlich auch für den Und-Operator. Also wir geben hier wahr zurück und wir geben wahr zurück. Und wir kopieren uns jetzt einfach mal schnell die Zeile hier oben und kommentieren diese aus und laufen sofort hier hin. Wir haben mit dem Doppel-Und-Operator nur die erste Überprüfung, da die wahr zurückgibt. Entschuldigung, das war jetzt. Ich muss hier nochmal korrigieren. Wir wollen hier natürlich gib falsch zurück haben. Weil diese Überprüfung soll ja schon false zurückgeben. Und dadurch wird eben dieser if-Block nicht ausgeführt. Wenn wir auf die Konsole schauen, dann sehen wir eben, es wurde nur einmal falsch zurückgegeben, aufgerufen. Wenn wir den einfachen Und-Operator verwenden, werden eben beide Funktionen aufgerufen, wie man hier sieht. Ich würde Ihnen raten, benutzen Sie diese einfachen und einfachen Pipe-Operatoren nicht. Benutzen Sie immer und beziehungsweise oder mit Doppelpipe, doppelkaufmännischen und. Ihr Code läuft dadurch schneller. Und der einzige Grund, warum Sie hier den eigentlichen bloß die einfachen Operatoren verwenden wollen, sind, weil in dieser if-Angabe beispielsweise Ausdrücke sind, die unbedingt ausgeführt werden müssen, weil sie irgendwelche Nebeneffekte haben. Also im üblichsten Falle ist es, wir rufen hier hinten noch eine Funktion auf und da wird irgendwas Wichtiges nebenbei noch gemacht, neben dem eigentlichen Ergebnis, das zurückgegeben wird. Und das würde ich Ihnen raten, vermeiden Sie solche Situationen. Schreiben Sie lieber diese Funktionen, die auf jeden Fall ausgeführt werden sollen, nochmal hier vorne hin als eigentlicher Funktionsaufruf und dann überprüfen Sie erst. Sie haben sich letztendlich zwar vielleicht ein bisschen Schreibarbeit gespart, weil Sie zwei, drei Anweisungen vor der if-Abfrage, vor der while-Schleife oder so ähnlich letztendlich mit in den Schleifenkopf oder in die Abfrage hier beim if reinziehen, aber das verschlechtert die Lesbarkeit Ihres Codes deutlich. Also ich würde es Ihnen deutlich davon abraten, das einzusetzen. Okay, dann ja, im Skript finden Sie hier dazu auch nochmal die entsprechenden Codestellen mit Beschreibung. Dann schauen wir uns die bitweise Operatoren an. Diese Operatoren manipulieren eben auf Bit-Ebene. Das heißt, wenn wir uns eine 32-Bit-Zahl anschauen, dann können wir sie eben die einzelnen Bits, die in diesem Wert stecken, tatsächlich mit diesen Operatoren versuchen auszudrücken. Wir brauchen dazu eben numerische Werte. Also ich nehme jetzt diesen Code nochmal weg.
Und wir machen als Beispiel einfach mal einen Integer, den setzen wir auf 2. Wir wissen, dass bei der 2 in der bitweise Darstellung eben das vorletzte Byte auf 1 steht und das letzte wieder auf 0. Entschuldigung, das vorletzte Bit natürlich. Und wir könnten jetzt beispielsweise sagen, dass a gleich a um 1 geschiftet ist. Und das würde heißen, dass dieses vorletzte Bit auf die vorvorletzte Stelle geschoben wird. Und die letzte Stelle, die ja letztendlich nur eingefügt wird, wird eben mit 0 aufgefüllt. Und dann schauen wir uns hier einfach nochmal die Sachen an. Wir sehen hier auch bei diesen numerischen Sachen gibt es den Pipe und den Und-Operator in einfacher Ausführung. Das heißt, man kann sie sowohl für boolesche Ausdrücke verwenden, als auch für eben diese bitweise Operatoren. Und was sehen wir uns an? Wir können hier jeden Bit-Ausdruck invertieren. Das heißt, wenn wir hier die 2 umdrehen würden, also wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir mal an, wir hätten nur 8 Bit. Dann hätten wir das erste Paar hier. Die Bit-Repräsentation von der 2 schaut eben so aus im Binärsystem. Hier haben wir die 0, 1, dann kommt die 2, das wäre die 3 und so weiter. Und was jetzt hier letztendlich passiert, ist für diesen Shift, das kann ich auch nochmal schnell hinschreiben, dass eben dieses Bit um 1 nach links geschiftet wird und auf der rechten Seite wird mit der 0 aufgefüllt. Und wenn wir jetzt sagen, A ist eben A mit diesem Invertierungsoperator, wo finde ich den denn? Hier. Entschuldigung, ich muss ihn natürlich so schreiben. Der wirkt unär. Dann würde eben letztendlich hier dann rauskommen, dass wir 1, 1, 1, 1 haben und 1, 0, 1, 1. Und ja, ähnlich kann man sich das dann auch mit dem anderen nochmal verdeutlichen. Also ich erstelle mir einfach mal B. Das setze ich beispielsweise auf 5. Und B hat dann natürlich intern die Repräsentation 0000. Und dann müssen wir mal hochzählen. Das wäre 3, 4, 5. Also das heißt so. So sieht die 5 in der Bit-Repräsentation aus. Und wenn ich jetzt eben sage, na, das ist vielleicht ein bisschen blöd, machen wir mal eine 4 draus. Dann sieht das Ganze so. Ne, Entschuldigung, ich habe ja sowieso Blödsinn gerade gemacht. Das ist ja die 3. Das heißt, die 4 würde so ausschauen. Also, Verzeihung, das war gerade schwieriger Denkfehler. Und das ist jetzt natürlich die 5. Ist ja auch ganz logisch, weil hier natürlich immer Zweierpotenzen stehen. Wenn wir jetzt uns ein in C machen und wir verknüpfen eben A und B bitweise OR, dann würde für C eben rauskommen, dass wir eben wenn einer der beiden false und true ist, wird eben das Ergebnis für die Bits true. Das heißt, bei 0 und wir haben jetzt hier A1 zugewiesen, das heißt, hier bekommen wir eine 1, dann bekommen wir wiederum eine 1, dann bekommen wir wiederum eine 1 und wiederum eine 1, weil hier jeweils einer true ist und der andere nicht. Hier bekommen wir jetzt eine 0, weil beide true sind. Das ist natürlich eher so ausgedrückt. Da habe ich noch eine Stelle vergessen. Das heißt, hier bekommen wir natürlich wieder eine
1 ebenso hier, weil jetzt hier eben true ist und hier false. Und wiederum die 1 und am Ende kommt jetzt tatsächlich mal eine 0, weil eben hier beide Werte true sind und der XOR-Operator sagt ja, es darf genau einer von beiden true sein. Also C würde dann letztendlich so aussehen. Und Sie merken schon, dass ich auf Bit-Ebene nicht ganz so fit bin, weil man es im normalen Programmieralltag auch nicht wirklich braucht. Man versucht halt eher auf Abstraktionsebene der Objekte zu denken. Und wenn man wirklich so tief auf Bit-Ebene runter muss, dann hat man im Normalfall eine sehr große Performance-Anforderung. Und dann würde man sich sowieso überlegen, dass man vielleicht nicht eine etwas schnellere Programmiersprache wie beispielsweise C oder eventuell noch C++ nimmt, um das entsprechende Ziel zu erreichen. Ja. Okay, damit möchte ich eigentlich auch schon diese bitweise Operatoren abschließen. Wie gesagt, man benutzt sie eigentlich im Programmieralltag von C# wirklich äußerst selten. Also ich habe es in meinem beruflichen Leben noch nie gebraucht, dass ich auf Bit-Ebene zwei Variablen beispielsweise miteinander verknüpfe. Der Zuweisungsoperator oder beziehungsweise die Zuweisungsoperatoren haben wir auch schon sehr oft in Videos benutzt. Natürlich standardmäßig der Ist-Gleich-Operator, das heißt, dass wir A den Wert von B zuweisen und dann gibt es eben noch die Abwandlungen dieser Operatoren, die eben noch bestimmte andere Operatoren letztendlich mit einschließen. Wie schauen wir uns das an? Wir haben hier eben A gleich 2 und wir könnten eben, machen wir doch mal A zu 4. Ja, wir können uns noch hier dann natürlich die Variable B erstellen. Die setzen wir beispielsweise auf 2 und dann könnten wir sagen, B ist eben jetzt durch A und das ist eben gleichbedeutend mit der Schreibweise, wenn wir sagen, B ist gleich B geteilt durch A setzen würden. Was nicht geht, ist, dass wir das natürlich hier sofort oben machen. Wir brauchen ja offensichtlich, wie wir hier unten sehen, B schon als Wert. Und wenn B noch nicht initialisiert ist, können wir hier oben das nicht einfach so anwenden. Logischerweise. Also diese Zuweisungsoperatoren hier oben funktionieren nur, wenn man eben diesen Wert, diese Variable schon initialisiert hat. Diese Zuweisungsoperatoren, die wir hier sehen, also letztendlich kann man quasi in einem Schritt das Ganze gleich plus nehmen, negativ, also Subtraktion mal nehmen, geteilt nehmen, den Modulo-Operator ausführen und eben die bitweise Operatoren funktionieren genauso. Man benutzt es am häufigsten vielleicht noch plus ist gleich und minus ist gleich. Alles andere sieht man auch im Programmieralltag eher sehr selten. Hauptsächlich eben diese drei Operatoren hier oben. Ja, und dann kommen wir zum letzten Block der Operatoren. Die haben wir auch teilweise schon genutzt. Der Punktoperator beispielsweise, wenn wir console.writeLine schreiben, setzen wir diesen Punktoperator ein und über diesen können wir eben auf Mitglieder eines Objekts oder einer Struktur zugreifen. Seien es sowohl statische Mitglieder, wir haben bis jetzt immer statische Funktionen aufgerufen, oder eben Objektmitglieder. Was das genau heißt, schauen wir uns in den nächsten Videos an, wenn wir dann wirklich zur objektorientierten Programmierung langsam kommen, indem wir uns genauer anschauen, was sind denn Klassen und was sind denn Objekte. Ja, den Indexoperator haben wir bei Arrays gesehen. Dann haben wir hier den Klammeroperator. Der ist eben dazu da,
die Ablaufreihenfolge von Ausdrücken in einem Statement zu ordnen. Wir haben ihn auch eben als Cast-Operator gesehen. Hier haben wir zum Beispiel die 42 in einen Double gecastet, was jetzt auch nicht notwendig gewesen wäre, wenn wir eben, weil wir hier auch implizite Casts nutzen könnten, aber ist auch nicht verboten. Und dann kommen wir noch zum Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator. Der ist noch sehr interessant. Nehmen wir mal an, wir haben einen Boolean für ist weiblich und den setzen wir mal auf wahr. Und wir möchten aus diesem Boolean einen String ableiten. Wie könnte man das machen? Wir könnten sagen, wir könnten diesen String Geschlecht nennen und dem erstmal 0 zuweisen. Und dann gucken wir eben, ist dieser Ausdruck wahr? Dann sagen wir, Geschlecht ist gleich weiblich natürlich. Oder eben Geschlecht ist gleich männlich. So. Genau das kann man auch in sehr viel kürzerer Schreibweise machen, nämlich wie folgt. Man sagt einfach, Geschlecht ist gleich, ist weiblich, Fragezeichen. Wenn das zutrifft, dann ist es. Sollst du weiblich zurückgeben, ansonsten männlich. Ja, was sieht man hier? Der Fragezeichen-Doppelpunkt-Operator ist eben, hat weder zwei Operanden noch einen, wie alle anderen, die wir bisher angeschaut haben, sondern drei. Auf der linken Seite des Fragezeichens gibt man einen Ausdruck an, das kann ein beliebig komplexer, geschachtelter Ausdruck sein, der True oder False zurückgibt. Und dieses Fragezeichen kann man wirklich als Frage sich vorstellen. Ist dieser Ausdruck wahr? Wenn das der Fall ist, dann gebe ich das hier zurück. Also dann kommt letztendlich weiblich aus diesem kompletten Ausdruck zurück. Oder wenn dieser Ausdruck hier vorne false ist, dann nehme ich das, was nach dem Doppelpunkt kommt, nämlich männlich. Und das ist eben eine sehr viel kürzere Schreibweise als die hier oben und ist letztendlich Syntactic Sugar. Wichtig ist eigentlich bloß, das muss ein boolescher Ausdruck sein. Und hier geben wir dann zwei Werte zurück, die aber einen bestimmten oder denselben Typen letztendlich haben müssen. Und dieser gesamte Ausdruck wird dann letztendlich benutzt, um hier in dieser Variable weiblich oder männlich drinstehen zu haben. Also den kann man sich mal merken, der kann einiges an Schreibarbeit ersparen. Den New-Operator haben wir auch schon gesehen. Mit dem können wir Objekte instanziieren, seien es tatsächlich Objekte im Heap oder Strukturen im Stack. Man kann ihn für beide verwenden. Für die primitiven Datentypen ist er, wie gesagt, außer bei Object nicht notwendig. Und ja, Arrays kann man natürlich damit auch erstellen, wie wir schon gesehen haben. Oder wir müssen damit mit dem New-Operator auch arbeiten. Mit dem is kann man zur Laufzeit prüfen, ob ein Objekt ein bestimmter Typ ist. Das ist, gibt dann einen boolschen Ausdruck zurück. Schauen wir uns noch genauer an, wenn wir wissen, was Klassen ist, was Vererbung heißt und was eine sogenannte ist-eine-Beziehung ist. Der as-Operator versucht eben nicht nur herauszufinden, ist etwas von einem gewissen Typ, sondern versucht, dieses Objekt auch gleichzeitig zu so einem Typ zu casten. Und der gibt eben auch null zurück bei einem Fehler. Das heißt, wenn der Cast nicht gelingt, fliegt keine Exception, wie wir das schon in vorherigen Fällen gesehen haben, sondern es wird eben null zurückgegeben. Schauen wir uns aber auch noch mal genau an, wenn wir mehr Wissen über Klassen haben.
Und genauso der Type-of-Operator, mit dem kann man eben den System.type eines Objekts oder einer Struktur zur Laufzeit auslesen. Das heißt, dieser Mechanismus heißt Reflection. Im Gegensatz zu C und C++ haben wir in C-Sharp, wie auch beispielsweise in Java, die Möglichkeit, Typinformationen zur Laufzeit uns zu beschaffen. Das heißt, wir können ein beliebiges Objekt entgegennehmen und zur Laufzeit gucken, was hat denn dieses Objekt für Methoden, was kann ich aufrufen, und dann diese Methoden, obwohl wir sie, während wir den Code schreiben, noch gar nicht kennen, eben eine bestimmte Methode beispielsweise raussuchen und die dann dynamisch zur Laufzeit aufrufen. Das ist mit Reflection möglich und solche Mechanismen sind nicht ohne weiteres in C++ beispielsweise möglich. Ja, aber wie gesagt, viele dieser Operatoren in dieser Liste hier sind eben hauptsächlich für Sachen, die mit objektorientierter Programmierung zu tun haben, geeignet. Als letztes schauen wir uns dann noch die Aufrufreihenfolge von diesen Operatoren an. Wir haben ja schon öfters mal erzählt, und Sie kennen es bestimmt auch schon aus der C-Vorlesung noch, dass diese Operatoren einer gewissen Reihenfolge unterliegen, die man hier eben sieht. Und je niedriger die Gruppenzahl, desto höher ist eben die Bindungskraft zweier Operatoren. Also wir sehen hier beispielsweise, dass das Plus und, Entschuldigung, dass das geteilt und das Mal stärker bindet als beispielsweise der Plus-Operator, der additive, also wenn wir zwei Operanden haben. Das schauen wir uns einfach auch nochmal an. Wenn ich jetzt hier int c ist gleich 4 geteilt durch 2 plus 8 geteilt durch 2 rechne, könnte man jetzt ja sagen, gut, mein Code-Unterstützungstool formatiert es gleich so, dass es eindeutig ist, was zuerst ausgewertet wird. Aber anhand dieser Tabelle sehen wir eben nochmal, der Geteilt-Operator ist höher angesiedelt als der Plus-Operator. Das heißt, diese Operatoren kriegen erstmal Vorzug. Erst werden deren Operanden ausgewertet und verarbeitet und dann kommt erst dieser Plus-Operator in der Mitte. Das heißt, wir würden hier 2 und 4, das heißt 6 rausbekommen. Und nicht, wie beispielsweise hier erwartet, wenn wir 2 plus 8 nehmen, hätten wir 10, dann hätten wir 4 Zehntel und letztendlich 4 Zwanzigstel. Also 2 Zehntel, wenn wir das nach dieser Reihenfolge, wenn der Plus-Operator stärker binden würde als der Geteilt-Operator. Ja, man muss diese Tabelle auf keinen Fall auswendig kennen. Man schaut halt einmal drauf. Wenn man sich unsicher ist, wie die Ausdrücke, die man in einer Anweisung geschrieben hat, tatsächlich ausgewertet werden. Also ich kann diese Tabelle auch nicht auswendig und ich werde sie ganz sicher auch nicht in irgendwelchen Prüfungen abfragen. Ich rate Ihnen aber sowieso, wie ich es schon damals bei Anweisungen und Ausdrücken im Video gesagt habe, machen Sie so maximal 1, 2, wenn es sein muss, 3 Ausdrücke in einer Anweisung, weil sonst Ihr Code einfach schlecht lesbar wird. Und wenn man nur wenige Ausdrücke in einer Anweisung hat, dann kommt man meistens eh nicht in die Bredouille, dass man jetzt unbedingt wissen muss, welcher Operator bindet stärker als der andere Operator. Sondern das wird letztendlich direkt aus dem Code ersichtlich. Ja, das war jetzt wieder ein längeres Video. Wir haben uns mit den Operatoren beschäftigt, die in C-Sharp zur Verfügung stehen, und wir haben letztendlich gemerkt, letztendlich bis auf is, as, also die für die Objektorientierung hinzugekommen sind, new, type of und so weiter, ist eigentlich alles gleich wie in C. Und im nächsten Video, wie man hier schon dann im Skript sehen kann, schauen wir uns eben
Datum und Zeit noch etwas genauer an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.